damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Partie als Joe White hier in unserer Beer Pro Goalie Serie bei den Portland Winterhawks. Ja, im letzten Spiel hat es mal wieder nicht ganz so gut geklappt. Da haben wir 2-1 verloren gegen die Prince George Cougars. Das soll sich heute aber nicht wiederholen gegen unseren nächsten Gegner, und zwar gegen die Everett Silvertips. Jawohl. Dominik Tölschen, 14 Tore, 15 Assists, 29 Punkte an der Zahl. Austin Lotz hier, der Goalie. 12 Siege, 6 Niederlagen, 2,4er Gegentordurchschnitt und die Fangquote 90,5. Und das lässt sich wirklich schon sehen. Wir nicht ganz so optimistisch hier. 8 Siege, 5 Niederlagen, 3,05 der Gegentorschnitt und 81,3. Das ist unsere Fangquote. Die liegt also deutlich unter dem, was hier unser Gegner aufzeigt. Das aber wird sich hoffentlich, ich bin ja immer noch optimistisch, wird sich hoffentlich ändern, und ich habe sehr viel geübt. Ich hätte das wahrscheinlich nicht sagen dürfen, aber ich komme jetzt sehr, sehr, sehr viel besser klar. Habe ich hier langsam das Gefühl, habe noch eine andere Karriere nebenbei laufen. Sollte ich mal etwas längere Pausen machen, dass ich da halt immer noch die Möglichkeit ab und zu mal zu spielen, um eben im Ganzen drin zu bleiben. Gestehe ich, bin ich auch ehrlich, dass ich das mache, ansonsten weiß ich nicht, kann ich irgendwie gar nichts mehr und ich kriege erstmal eine 10-0 Klatsche oder so. Das wollt ihr nicht, das will ich nicht, von daher denke ich, ist das die optimalste Lösung. Und die erste Möglichkeit, der erste Save und das erste Tor, meine Güte, das gibt's doch nicht. Da habe ich gerade noch so ein bisschen von mir geschwärmt, ne, wie sehr ich geübt habe, und da fällt auch schon das erste Tor. Aber das sind wieder Sachen, wo ich absolut nichts machen kann. Ich stand gut, ich stand richtig, die Hand war draußen, die Fanghand, aber dass er den Puck dann nicht richtig fängt und den wieder fallen lässt, da kann ich natürlich nichts machen, das ist den Werten zu schreiben und ja, unsere Abwehr, die hat ehrlich gesagt auch nicht ganz so viel gemacht. Naja gut, Freunde, was soll's, 1-0 hier im Rückstand, das ist aber noch nichts Ernstes. Es ist definitiv noch jede Menge Zeit, um das Ganze wieder auszugleichen. Zweiter Schuss und dieses Mal haben wir ihn. Ich wollte den Puck freigeben. Hallo. Hallo. Gut, macht nichts. Gut, wir können währenddessen auf ein paar Veränderungen in meinem Kanal reden. Eigentlich ist es keine wirkliche Veränderung. Aber zukünftig, ab dem, lass mich mal ganz kurz auf den Kalender gucken. Moment, jetzt müssen wir erstmal den Bulli machen. Das habe ich euch heiß gemacht, ne? Kleiner schöner Cliffhanger, jetzt müsst ihr warten. Oh, und wieder schöner Save hier mit dem Block. So, jetzt geht der Gegenangriff los. An. 18. Ab den 18. Das ist ein Mittwoch. Nächste Woche bringe ich einmal wöchentlich, wie gesagt, eben am Mittwoch, eine Folge NHL auf Tommy Hawk TV. Ja, ein bisschen mehr zur Entstehungsgeschichte, das werde ich euch dann wahrscheinlich da präsentieren. Aber es ist auf jeden Fall ja, eine Freude für mich und eine Gelegenheit natürlich auch. Das möchte man nicht, ihr wisst schon. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeregt, aber gut. Ja, wie gesagt, ich werde dort einmal die Woche mittwochs immer NHL bringen. Was genau, das weiß ich noch nicht. Wir sind kurz davor, ein Voting zu starten, welchen Modus ihr sehen wollt. Das Voting, das soll dann am Sonntag gehen, und ja, wer dann eben, beziehungsweise welcher Modus dann eben die meisten Stimmen hat, der wird gespielt. Und dann natürlich auch mit der Mannschaft, die am meisten Stimmen hat. Na, ihr wisst schon, wie es geht. Ja. Tommy Hawk TV kennt ihr ja sicherlich, ist ja nun ein relativ großer Sportskanal, möchte ich sagen. Einer der größten deutschen auf jeden Fall, soweit ich weiß, oder die ich kenne. Und diese Gelegenheit möchte ich natürlich nicht ungenutzt lassen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann zukünftig auch da meine Videos gucken würdet. Wie ich das mache, ob ich das hier dann auf den Kanal verlinke oder so, keine Ahnung, wie ich das mache. So viel Erfahrung, was das angeht, habe ich ja noch nicht, aber irgendwie werden wir das schon machen. Und wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich freue mich drauf. Jetzt aber zurück hier zu unserem Spiel. Inzwischen 1-1 der Spielstand. Natürlich haben es die Portland Winterhawks geschafft, hier den Ausgleich zu schießen.
Denn auf unsere Offense ist natürlich immer Verlass. Die nächste Möglichkeit, Schuss ganz knapp. Rutscht doch nicht so weit. Das hätte wieder böse enden können. Ganz kurz mal angetippt und der rutscht sonst wohin. Jetzt die Möglichkeit zum Science. Bittner, schade. Sie geben nicht auf. Wie ein Presslufthammer hammern sie das Ding aufs Tor. Miller. Möglichkeit, aber Schuss geht daneben. Puck gesichert, wunderbar gemacht von uns. Das ist natürlich auch immer wichtig, hier ein paar extra Points mitzunehmen. Wie hat es gerade geblockiert? Egal. Low. Jetzt mit der nächsten Möglichkeit. Wird er schießen? Ja, wird schießen. Schießt aber daneben. Ganz ist aber noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Dominik Tolschen. Unser Mann. Bittner. Schönborn. Spiel drüber. Versucht es zumindest. Pass kommt leider nicht an. Und Lotz mit der Pranke auf dem Puck. Ihr wisst, was es gibt. Es gibt Bulli. Beide Mannschaften hier mit 3 gewonnenen Bullies. Also auch hier relativ ausgeglichen. Was man allerdings sowieso auch schon sehen kann. Nächster Schuss und wunderschöner Fang an Save von Joe White. Das hat er richtig gut gemacht. Wir standen richtig, sind ein bisschen nach hinten gegangen auf die Linie. Damit wir halt ein bisschen mehr Zeit haben zu agieren. So eine Sachen habe ich eben gelernt. Und was war das denn? Was war das denn? Na gut. Also 1:1 der Spielstand. Ach, Entschuldigung, es ist noch früh am Morgen. Positionsspiel, da ist unser Trainer zufrieden. Teamplay, allerdings nicht genauso wenig wie Paraden, das kann ich verstehen. 5 Schüsse, ein Gegentor. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es schon 5 Schüsse waren. Und mal sehen, wie viele wir noch aufs Tor bekommen und die dann eben entschärfen können. Vielleicht gibt es ja hier das erste 90%+-Spiel. Das wäre natürlich richtig schön. Würde uns natürlich in unserer Karriere ordentlich voranbringen. Und natürlich, Möglichkeit jetzt, von Schönborn. Würde uns natürlich auch mitunter eine bessere Draft-Position bescheren. Barkov, Spiel zurück. Henry fängt die Scheibe ab. Wunderschön gemacht. Gegenangriff eingeleitet auf Bittner. Der allerdings verliert jetzt die Scheibe. Na. Icing. Es gibt Icing. Wir spielen übrigens mit der neuen authentischen Eishockey-Regel. Was das bedeutet, keine Ahnung. Da scheint EA etwas nachgepatcht zu haben. Gelesen oder so habe ich aber nicht. Vielleicht habe ich es übersehen, keine Ahnung. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Oder wenn sich da tatsächlich in der NHL was geändert hat an der Icing-Regel. Keine Ahnung. So, Barkov. Nächster Angriff von ihm. Oh, und seht ihr, was ich meine? Das habe ich zum Beispiel auch geübt. Und das, guckt euch das an, Freunde. Normalerweise wäre das eigentlich hundertprozentig drin gewesen. Jetzt nutze ich mal die Replay-Funktion, um euch so ein bisschen zu erklären, was ich meine. So, hier, ihr seht, der Spieler ist hinterm Tor. Oder nahezu hinterm Tor. Was ich normalerweise machen würde, wäre der Pfosten zu machen. Das ist in dem Fall aber total schwachsinnig, weil aus der Position kann er das Tor schon nicht mehr machen. Also mache ich die Ecke so gut wie möglich zu. Bereite mich schon drauf vor. Ich gucke natürlich vorher schon, wo der Gegner steht, auf den der Pass höchstwahrscheinlich kommt und gehe dahin. Und genau das habe ich gemacht. Und hier wieder. Ich habe den Pfosten gar nicht lange zugemacht. Ich habe gesehen, oh, da steht wieder einer frei und habe mich eben in Linie hingestellt. Hier sieht man es, habe mich eben in Linie hingestellt, um eben die bestmögliche Chance zu haben, die Scheibe abzufangen. Und das ist in Sachen, muss ich ganz ehrlich auch sagen, dass ich da selber nicht drauf gekommen bin, ist absolut peinlich. Aber ich gucke ja nebenbei immer natürlich Bloody LP, muss ich ganz ehrlich sagen. Einer meiner Lieblings-Let's Player und auch einer der wenigen, der eben auch dieses Torhüter-Let's Play macht. Und ja, man lernt auch viel beim Zuschauen und irgendwann ist eben der Groschen bei mir gefallen. Und man sieht es hoffentlich und hoffentlich kann ich natürlich auch die Leistung beibehalten. Das wäre ganz klasse. Jetzt die Möglichkeit, Weingar. Nein, cooles Weingar. Hin und her ist nicht schwer. Wunderbar. Assman. So ein geiler Name, Assman. Wie Veros fängt die Scheibe ab, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob ich da rechtzeitig hingekommen wäre, wahrscheinlich ja nicht. Pfeiffer. Assman. Fehlpass, Iversen holt sich die Scheibe. Kules und Pfeiffer wieder. Lidl. Baumel. Heißt ja wirklich Baumel.
Oh, schöner Schuss, geht aber leider am Tor vorbei. Ich stand auch nicht so gut. Ich stand ein bisschen zu weit in der linken Ecke von mir aus gesehen. Iversen, Möglichkeit. Cooles. Die Sache ist noch nicht vorbei. Die ist hier noch nicht vorbei. Hinterm Tor-Taktik jetzt. Weinger, schießt daneben. Was ist los, Leute? Wo ist die von mir? Ach, so gelobte Offense. Esmann. Ah, Baumel. Und schön war mit der Scheibe. Jetzt weg von meinem Tor, Mensch. Ich habe keine Lust, dass ihr mir das Ei reinlegt. Schöner Pass rüber auf Weinger, der passt zurück, aber Lords lässt sich nicht beirren, steht richtig. Und packt hier einen Easy-Fang dann safe aus. Elf Paraden schon für ihn, das heißt momentan wäre er tatsächlich schon bei 90% beziehungsweise sogar schon über 90%. Wie viele Schüsse es jetzt bei uns sein, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Schöne Kombination hier, aber auch dieser ist Futter für die Fanghand von Lotz. Da war aber auch kein Saft hinter, Freunde. Guckt euch das an. Schöner Schlenzer, schön platziert, okay, gebe ich zu. Die Höhe war auch gar nicht so schlecht, aber es war einfach kein Wumms hinter. Es war kein Wumms hinter und damit ist es natürlich für jemanden wie Lotz, der sowieso schon eine 90er Statistik hat, beziehungsweise eine 90er Fangstatistik hat, natürlich gar kein Problem. So! 3 Minuten hier noch im zweiten Drittel zu spielen, Freunde. Wo ist der Puck da? Miller? Davis? Jawohl, und wieder Miller. Overhard, schön abgefangen. Na, das ist doch gar kein Problem, Freunde. Aber das, da konnte ich mich nicht schnell genug lösen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt erst wieder hingegangen bin. Das war, naja, war schon wieder suboptimal. Und ich weiß auch nicht, warum meine Mannschaft mich phasenweise so dermaßen hängen lässt. Aber gut. Der stand da, guckt euch an, wie lange der... 3 Leute stehen bei mir. 3 Leute stehen bei mir, aber keiner deckt Miller. Und auch hier möchte ich mir das Ganze nochmal ganz kurz angucken. Zwecks Fehleranalyse, das wollen wir jetzt auch mal ein bisschen öfters machen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich sehr über eure Meinung dazu in den Kommentaren freuen. So, wir sehen es. Eigentlich stehe ich richtig gut. Den großen, ja, hier ist der Fehler. Ich hätte so einfach stehen bleiben sollen. Macht die rechte Ecke total auf. Er nutzt die Möglichkeit und schießt den Puck locker flockig an mir vorbei. Also, was sagt die Fehleranalyse? Die sagt, ich hätte da einfach nicht an den Pfosten gehen dürfen. Was für eine fatale Chance hier. Aber da stand ich genau richtig. Diesmal habe ich es nicht gemacht. Ihr habt es gesehen. Diesmal bin ich dem Pfosten ferngeblieben, mehr oder weniger. Habe ich mir trotzdem natürlich so dicht wie möglich hingestellt. Aber habe mir halt immer halt noch die Option offen gehalten, hier den Torwart wegzubringen. Und das hat sich auch gelohnt. Hier sehen wir nochmal das 2:1. Wunderschönes Tor aus dem Slot und es ist ärgerlich. 12 Schüsse der Everett Silver Tips, 2 Gegentore. Ist natürlich immer noch eine gute Prozentzahl. Müssten irgendwo in den 80ern sein, 84 oder so. Aber ja, das Ziel war 90, Freunde. Das Ziel war 90 und noch haben wir 20 Minuten, um dorthin zu bekommen. Weiß ich nicht, nach 5, 6 Schüsse. Klar, mit 5 Schüssen bin ich nicht bei 90, aber damit bin ich bei einem... Oh Gott. Da bin ich bei einem für mich jedenfalls zufriedenstellenden. Was war das denn? Der Torwart macht's selber rein. Er macht es selber rein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr selber NHL 16 Spieler?
seit dem 1.4 bzw. 1.04 passiert mir so ein Scheiß so oft. Ich bekomme fast jedes, sagen wir jedes zweite Spiel, bekomme ich ein Eigentor. Guckt euch das an. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Wir schauen uns die Situation nochmal an. Aber eigentlich bin ich sicher, dass ich da hätte nichts anders machen können. So, wir stehen genau richtig. Der Schuss, ihr seht, wunderschön gehalten. Was dann passiert, ist natürlich wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Puck fliegt nach oben. Ja, jetzt sieht man schlecht durch die Arme wieder mal. Wo ist der Puck? Und bleibt dann auf dem Schoner liegen. Guckt euch das an. Wie hoch, bitteschön, ist die Chance? Und dann eine, ich verstehe die Bewegung auch nicht. Mit der Stockhand wischt er sich den Puck vor den Schoner ab ins Tor. Unglaublich, unglaublich. Und ich dachte, jetzt langsam wäre der Knoten geplatzt, aber die Pechsträhne, Freunde, die geht weiter. Und gerade das 3:1, das kann man einfach nicht anders nennen. Das war meines Erachtens absolut kein Eigenverschulden. Und ich ärgere mich natürlich schon wieder über die versaute Statistik, muss ich ganz klar sagen. Muss ich echt ganz klar sagen. Stadnik passt drüber, Hansen allerdings wachsam, fängt die Scheibe ab. Bittner. Noch ist das Ding nicht vorbei. Jetzt ein schneller Anschlusstreffer. Das wäre es vielleicht nochmal. Das würde den Winterhawks vielleicht nochmal zusätzlich ein bisschen... Oh. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Mann. Wieder so eine Scheiße. Und Carson Stadnik hier mit dem... Guckt euch das an. Der Puck rutscht da mit einem Kamar vielleicht. Das ist unglaublich, Freunde. Das ist unglaublich. Wir gehen wieder ins Replay. Und wollen uns das Ganze nochmal angucken. Henry. Möchte ich nochmal anmerken. Da steht ein speierfreier Spieler. Hätte er wunderbar hinspielen können. Nein, er entscheidet sich dafür, den Puck zu behalten. Mich zu sabotieren, einmal anders kann man es nicht sagen. Gut, dass diese Bewegung eigentlich nicht möglich wäre, weil der Puck hier einfach mal durch den Spieler geht. Ist halt immer so eine NHL-Sache, ganz klar. Und ihr guckt euch das an. Durchs Five-Hole gerutscht und damit steht es jetzt sogar 4:1 und meine anfänglich richtig gute Statistik ist für den Arsch. Entschuldigung die Wortwahl, aber anders kann man es nicht mehr sagen. Stadnik macht ihr seinen Hattrick, wovon er ja mindestens zwei Tore nicht selbst gemacht hat. Schöne Parade, wurde uns allerdings nicht angerechnet. Wunderbar, so muss es sein. Forsten abdecken, immerhin ist das richtig. Wow, den Schuss haben wir nochmal gehalten. Gute Leistung. Aber ganz ehrlich, das Spiel, ich habe abgeschrieben, ich habe es ein bisschen abgeschaltet. Es tut mir leid, wirklich, aber es ist einfach, wenn man zwei so eine beschissenen, Entschuldigung, wirklich die Wortwahl, ne, aber zwei so eine beschissenen Tore reinkriegt, dann habe ich so einen Hals, dann habe ich echt so einen Hals und dann habe ich auch schon wieder überhaupt gar keinen Bock mehr. Baumel. Nichtsdestotrotz, natürlich werden wir das Spiel zu Ende machen. Wunderschöner Fanghand-Safe nochmal zum Schluss hier. Zeigen wir, was wir können. Wenn unsere Abwehr uns denn nicht so in den Stich lässt, wie es eben der Fall war. Möglichkeit, Schuss daneben. Was ist los? Bitteschön. Mit dem Sturm der Winterhawks. Normalerweise schießen die locker 4 Tore. Gar kein Problem hier. Mit Dominic Turchin und hast du nicht gesehen. Aber heute läuft es überhaupt nicht. Weder vorne noch hinten und das ist natürlich das bitterste Tor, das ich eigentlich jemals gesehen habe. Aber gut, 7 Minuten, knapp 8 Minuten hier noch zu spielen, 3 Tore Rückstand für uns, das ist schwierig. Besonders bei der momentanen Leistung. Nächste Möglichkeit, Schuss ganz knapp am Tor vorbei. Ich wäre aber da gewesen, ich hätte richtig gestanden. Meine ich. Jawohl. Jetzt passiert es den Gegner auch mehr. Aber das ist so lachhaft, Freunde. Dass sowas hier passiert, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen inzwischen, wie gesagt, so oft passiert. Es ist unbelievable. Wir schauen uns das Replay an. Hier sehen wir.
Entschuldigung, auch hier muss ich mal das Replay einschalten, weil ich habe den Puck zu keiner Zeit drin, und ich wiederhole, zu keiner Zeit drin gesehen. Wir verfolgen den Puck am besten so. Na gut, oder wir gehen so hin. Hier kommt der Puck auf die Kelle des Spielers, auf den Schläger. Ah, hier beim Greifen, guck mal. Tatsache, beim Greifen schiebt er sich das Ding selber rein. Oh man. Oh man. Ja, Dominik Törtchen kommt doch noch zu seinem Tor. Mehr oder weniger. Mit freundlicher Unterstützung von Everett Silvertips TV. Nein, Spaß. Ja. 4 zu 2, trotzdem zwei Tore noch. Jetzt vielleicht der Anschlusstreffer. Kommt schon, Leute. Noch ist alles drin. 4 Minuten, das reicht. Kommt hier und jetzt Törtchen. Möglichkeit, Schönborn. Und Lotz hier als Sieger des Duells. Schade. Wirklich schade, Freunde. Aber da stand er genau richtig. So, 3,5 Minuten noch. Und es scheint, die Winterhawks wären hier nochmal am Feier. Und vielleicht hilft uns das ja. Mal sehen. Statnik. Auf dem Weg zu Tor Nummer 4, kann er vergessen. Da stehen wir richtig. Wir haben uns den Spieler vorher schon ausgeguckt, wo er steht, wo er schießen könnte. Wunderbar gemacht, wunderbar platziert. Und so natürlich war dieser Save gar kein Problem. So, letzte Minute. Torhüter muss vom Eis. Finde ich toll, dass wir es jetzt beim Angriff machen sollen. Aber so könnte ich sowieso nicht mehr halten. Wenn dieses vom Eis kommt, dann macht er nur noch die Laufbewegung, dann können wir gar nichts mehr machen. So, wir schauen uns ganz kurz mal. Ist gar nicht so unzufrieden, der Trainer. Oh ja, Stockschlag. 2 Minuten raus für Alex Schönborn. Das fehlte uns jetzt gerade noch. Na, kriegen sie den Puck noch vor der Linie? Jawohl, kriegen sie. Texera, raus mit der Scheibe. Schön gemacht. Walter jetzt. Gasttorhüter, also wir sollen vom Eis. Und wir werden ihn natürlich diesen Wunsch erfüllen. Jetzt also wieder 5 gegen 5 und der Anschlusstreffer. Da ist er. Ist denn das die Möglichkeit? Portland will es nochmal wissen. 4 zu 3 nur noch. Alex Overhart. Ein ganz unglückliches Zuspiel gegen die Kufen des Mitspielers. Geht von dahin auf den Schläger von Overhart. Und der netzt das Ding wunderschön mit den Schlenzer oben in die Ecke ein. Freunde, und jetzt 22 Sekunden. Es ist machbar. Wunderschöner Fanghand-Save. Den haben wir. Ich dachte, der ist in der Fanghand. Eigentlich wollte ich ihn sofort weitergeben, aber das war anscheinend nicht der Fall. Nichtsdestotrotz gehalten. Ah, jetzt sehe ich es. Ja, wir haben ein echtes Fanghandproblem. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir sind zwar ständig irgendwie dran mit der Fanghand. Oh, Powerplay immer noch, ja. Stimmt, das war ein Unterzahltor. Stimmt, das war ein Unterzahltor. Wie geil ist das denn, Freunde? Den haben wir. Jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Komm, Torhüter raus. Raus. Macht mir die scheiß Tür auf, Leute. Ja, das war's. 4 zu 3 verlieren die Portland Winterhawks hier gegen die Everett Silvertips. Ich kann es leider nur nochmal sagen, oder ich muss es leider nur nochmal sagen. Ich finde meine Leistung war sehr, sehr gut. 2 der Tore, die waren einfach absolut lächerlich und dieses Tor war in Ordnung, aber wirklich so viel Glück bzw. so viel Pech wie wir kann man eigentlich gar nicht haben. Das ist unglaublich. Nun gut, passiert ist passiert. Wir müssen das Geschehene abschütteln. Das klingt jetzt auch wieder sehr merkwürdig. Egal. Na, wir müssen es vergessen, ganz einfach. Und im nächsten Spiel starten wir erneut und schauen, was wir da machen können. Nichtsdestotrotz werde ich mal ganz kurz auf die Statistik schauen. Einen C+ überall, wir haben einen Minus im Handschuh hoch.
Das wundert mich nicht wirklich. Und ein Schläger tief. Ansonsten sieht es aber ganz gut aus. Besonders der Winkel, da haben wir wirklich gut aufgepasst. 20 Schüsse. So viel habe ich schon lange nicht mehr aufs Tor bekommen. Und wir gucken auf die Statistik. Ich bin ja so ein kleiner Statistikmensch. Und nichtsdestotrotz haben wir 80%. Das hätte ich aber auch ausrechnen können. Entschuldigung. Haben wir 80% gehalten. So schlimm also war es gar nicht. So. Zu guter Letzt ein kleiner Blick auf die Tabelle. 64er Stärke, das ist natürlich. So. Insgesamt 15 Spiele, 8 Siege, 204 Paraden, 81,3% gehalten. Das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Für uns, wohlgemerkt. So, die US Division wird angeführt von den Average Silver Tips nach 27 Spielen 37 Punkte. Auf dem zweiten Platz sind wir, die Portland Winterhawks, mit einem Spiel mehr 33 Punkte. Die Tri-City Americans, die kleben uns so ein bisschen am Popo mit 32 Punkten. Und auch sonst ist das Ganze hier relativ knapp. 29 Punkte haben die Seattle Thunderbirds, der letzte Platz. Und es sind gerade mal 4 Punkte zu uns. Ne? Also es ist wirklich eng. So, die East Division, angeführt von den Prince Albert Riders mit 42 Punkten nach 30 Spieltagen. Das ist eine ordentliche Leistung. Dann auf dem zweiten Platz die Brandon Wheat Kings, die Regina Pats, abgeschlagen mit 28 Punkten auf dem dritten Platz. Letzter die Saskatoon Lakes. So, die Central Division. Division, meine Güte. Angeführt von den Red Deer Rebels mit 38 Punkten. Punktgleich, Calgary Hitmen. Allerdings 3 Spiele mehr, das darf man nicht vergessen. Die Lethbridge Hurricanes auf den dritten Platz mit 36 Punkten. Und Medicine Hat Tigers mit 28 Punkten auf dem sechsten und damit letzten Platz dieser Division. So. Das ist die letzte Division, jawohl. Die BC Division, angeführt von den Victoria Royals. Unglaubliche Leistung hier. 44 Punkten aus 29 Spieltagen. Unglaublich. So, zweiter Platz, die Prince George Cougars. Gegen die haben wir ja vor kurzem gespielt. Sind der zweite Platz mit 33 Punkten. 11 Punkte Unterschied. Das ist unbelievable. Die Vancouver Giants mit 32 auf den dritten und auf dem fünften. Auf dem letzten die Kamloops Blazers mit 23 Punkten. So, Freunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer natürlich, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ansonsten gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich dann auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin also, macht's gut, euer Nation. Und vergesst nicht, Mittwoch, Tommy Hawk TV, unser erster Part. Ich freue mich schon drauf. Ciao, ciao.